So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Last of Us bei. Immer noch in Hillcrest. Mitten im Nest der Wolves anscheinend. Oder auch eine Hundezüchterfarm. Und ja, wir sind jetzt. Wir haben jetzt alle Gegner eigentlich geplättet. Gott sei Dank. Nach bestimmt einer Stunde. Outtakes sind schon im Kasten. Bin begeistert. Ja. Ich glaube, viel mehr habe ich da nicht zu sagen. Der Lumpi hat sich ein bisschen beruhigt. Hat eine kleine Pause sich gegönnt. Und jetzt sind wir wieder bereit. Mehr oder weniger. Noch mehr Abfuck. Okay, eigentlich nicht, aber. ja. Und zu unserem großen, oder zu meinem großen Glück. Wollte. Cam nicht so richtig, denn ich hatte vergessen, im Aufnahmeprogramm meine Cam einzuschalten. Was sehr schön ist. Aber ich glaube, ihr hättet das sowieso nicht sehen wollen, weil ich fast wahrscheinlich meinen Bildschirm eingeschlagen hätte. Gefühlt. Okay, so schlimm war es jetzt nicht, aber es war schon nervig. Ich hoffe, wir finden jetzt hier wenigstens einiges an Loot. So wenigstens zwei Molotow-Cocktails wieder herstellen können. Mindestens. Weil, wir haben. So viel haben wir gar nicht mal verbraucht eigentlich. Aber wir haben trotzdem halt ein paar Ressourcen. Ja, ich will jetzt nicht sagen verschwendet, aber. Auf jeden Fall, verbraucht. Natürlich. Ist jegliche Schublade geschlossen? Oder nicht geschlossen, sondern leer? Geschlossen, alles klar. Und ja. Weiß sogar nicht, wo die ganzen Gegner sind. Die haben doch bestimmt auch noch was gedroppt, oder nicht? Oh. Ja, gebratener Hund. Yum, yum, yum. Bisschen verkohlt vielmehr. Ich hoffe echt, dass jetzt im nächsten Gebiet nicht schon wieder so 50. Also ich habe lieber Zombies oder Infizierte vielmehr. Bin ich ehrlich. Viel mehr haben wir hier gar nicht mehr, oder? Mir halt noch einen Tipp ins Gesicht. Boah, Junge. Okay. Und jetzt? Ja. Vielleicht komme ich da rein. Ach was, echt? Darf sich hier noch nicht mal umsehen, ohne dass man wieder als Vollidiot abgestempelt wird und den Weg nicht findet. Wieder rein? Nee, ne? Ist da eine Tür dahin? Warte mal. Muss ich mal gucken. Ach, nee, ich glaube, da kommen wir nicht rein. Nee, glaube ich nicht. Ja, ich glaube aber, viel mehr haben wir hier auch nicht mehr. Jetzt. Nee, hier waren wir auch schon. Nichts drin.
Glaub nicht, nee. Hier auch nicht. Ich auch nicht. Haben wir eigentlich unsere Taschenlampe? Nee, jetzt haben wir sie aus, okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Mal hier nochmal kurz. Nee. Gut, dann gehen wir weiter. Oh nein. Bitte nicht. Aus wie ein Hotel hier, ne? Bisschen. Außenfassade. Großes Gebiet. Nicht gut. Das wer gehört? Also wenn Dina jetzt hier gewesen wäre, dann hätte uns jeder gehört. Wahrscheinlich. So, wohin damit? Jetzt nur vorstellen, dass wir das hier hochschieben müssen. Aber geht ja nicht. Es riecht nach Rätsel. Ich schieb dich hin. Aha. Hat geklappt. Nicht? Okay, die Musik ist nicht beunruhigend, das heißt, wir sind wahrscheinlich safe. Noch. Gibt's doch bestimmt eine Werkbank irgendwo. Aber wir können wahrscheinlich sowieso kaum was herstellen. Notiz. Boris, es tut mir so leid, es ist entsetzlich, was die Wolfs Sophia angetan haben. Irgendwie fühle ich mich mitverantwortlich. Ich habe die ganze Stadt angestachelt, dass wir uns gegen die Wolfs behaupten müssen. Als sie damit anfingen, ihre Regeln zu übersprühen, habe ich sie nicht vehement genug davon abgehalten. Ich habe es vor dir verheimlicht. Ich dachte, sie würde aufhören. Ich weiß, dass du dich an den Wolfs rächen willst. Glaub mir, mir geht es genauso. Aber das können wir nicht machen. Noch nicht. Wir müssen clever sein. Warten wir, bis sich alles beruhigt hat. Die Leute wollen wissen, wie wir damit umgehen und werden sich dabei nach dir richten. Du warst hier nach dem Ausbruch ein Anführer. Du musst wieder ein Anführer sein. Lass nicht alles umsonst gewesen sein, wofür wir gekämpft haben, Uli. Okay.
Oho. Wo ist denn das? Bombe? Verdammt, was ist das? Eine Art Bombe? Sprengfeuer. Ja, das ist die Scheiße, die ich gerade gebrauchen kann. Na gut. Ach, das ist schon die Werkbank hier. 29 Teile. Geil. Das nenne ich doch mal Luxus. Dankeschön. Danke. Wir können sogar was herstellen. Was denn? Ach, die Bomben, ne? Ach, jetzt können wir Rauchbomben und Sprengfallen herstellen. Ach, das sind jetzt gar nicht mehr solche. Ich dachte, das wäre jetzt wieder so ein Upgrade hier. Ja, dann machen wir das doch mal, ne? Oh, wie viel wir davon herstellen können, weil wir schon so viel davon gefunden haben, von diesen Materialien. Cool. Alter, wir haben fast gar keine... Oh oh. Hier werden doch bestimmt wieder Gegner kommen. Wir haben fast gar keine Kugeln für das Gewehr, fällt mir gerade mal so auf. Hier ist, glaube ich, jetzt nichts mehr. Oh oh. Okay. Nice. Boah, wie wär's mal mit einem zweiten Holster für die Pistole, ey? Das wäre mal was Nützliches jetzt. Uff, jetzt haben wir hier wieder viel zum Erkunden. Warte mal, da sind wir jetzt rausgekommen, ne? Gucken wir erstmal hier hinter. Okay. Danke. Ein echter Tattoo-Laden. Ja, war mal einer. Friseur. Wie viele Pillen man hier immer findet, ne? Schon wieder 30. Jetzt. Denn da Dingen hin? Oh. Okay, das war unerwartet. Ja, wo muss das denn hin? Ah, hier? Nee. Hä? Wo können wir denn damit hochklettern?
I don't get it. Ah, gut, man muss damit ja nicht hochklettern, da geht's einfach nur. Fuck. Ja, meine Freunde, aber ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder von The Last of Us 2 mit den lieben Zombies. Yay!